So, willkommen zurück hier im zweiten Leben. Letztes Mal waren wir stehen geblieben in diesem Club, wo wir uns eigentlich diesen einen Lindendoller durch diesen Vote-Klick erhofft haben, was ja nicht so ganz geklappt hat. Ich habe mir jetzt was anderes überlegt, erstmal, um mal die ersten Lindendoller eventuell zu bekommen. Und zwar stehe ich hier schon vor so einem Splodder, nennt sich das. Da gibt es eine Internetseite, wo die aufgelistet werden, wo in SL welche stehen, wann die explodieren quasi und wie viel Geld da drin ist. Dieser hier explodiert jetzt in 97 Sekunden und da sind 200 Lindendoller drin. Ich musste vorher der Gruppe hier beitreten, Member Dance Floor, was auch immer das ist, um daran dann teilnehmen zu können. Dann warten wir jetzt einfach mal noch diese 80 Sekunden ab und eventuell haben wir Glück und wir kriegen den ersten Lindendoller. Das wäre natürlich schon cool. Weil Sinn und Zweck der ganzen Sache ist es, dass ich halt anfangs mit nichts anzufangen, ist natürlich sehr, sehr schwer. Also wenn wir jetzt mal die ersten Lindendoller zusammenbekommen und das sparen, habe ich mir nämlich schon überlegt, das gleich wieder zu investieren, um dann einen besseren Start hinzulegen oder um dann halt schneller voranzuschreiten. Genau, das drückt das besser aus. Deswegen müssen wir natürlich erstmal diese Summe zusammenbringen und ich habe mir jetzt halt gedacht, ja, vielleicht hat man ja hier jetzt Glück. Wenn nicht, müssen wir es halt anderweitig probieren. Und dieser Exploder, der spuckt das halt an alle Leute aus, die daran teilnehmen. Das sind momentan 19 Leute. Und das wird dann halt per Zufallsgenerator aufgeteilt an diesen 19 Leute. Also es heißt nicht, dass jeder was bekommt. Es kann halt sein, dass nur drei was bekommen. Und dass das dann halt unregelmäßig auf diese drei aufgeteilt wird, diese 200. Schauen wir mal, explodiert das ganze Ding jetzt. Und jetzt kann man hier im Chat lesen, wer was gewonnen hat. Ja, 2 Lindendoller, 2 Lindendoller, 2 Lindendoller. Also, das sind alles die anderen, die daran teilgenommen haben. Jetzt müssen wir einfach nur hier warten und hoffen, dass da gleich mal mein Name steht. Da! Ja! Unglaublich, hier zu sehen. 2 Lindendoller. Unsere erste Kohle. Mann, ist das geil, ey. 2 Lindendoller. So kann's gehen. So, jetzt könnten wir natürlich hier wieder 1800 Sekunden warten. Aber das wollen wir natürlich nicht. Da habe ich natürlich auch wenig Lust drauf, hier immer den ganzen Tag rumzustehen, um mir dann 2 Lindendoller abzustauben, weil 2 Lindendoller ist wirklich nichts. Aber es ist ein Anfang. Wer den Linden nicht ehrt, ist den Tausender nicht wert. Oder so ausgedrückt. So, dann können wir auch dieser Gruppe mal wieder rausjoinen, weil... dann gehen wir erstmal woanders hin. Gucken wir auf die Map. Und zwar... nicht gefunden. Ja, das kann jetzt endlich sein, das dauert... Hier ist ordentlich was los. Gehen wir da mal hin. Und zwar ist diese Apfelland-Sandbox eine, ja, wie ich schon gesagt habe, Sandbox, Apfelland-Sim wollte ich sagen. Das ist, diese Apfelland-Sim ist eine Sandbox. Sandbox heißt, man kann hier frei drauf, sich frei drauf bewegen. Klar, bewegen überall. Aber man kann halt hier auch bauen. Also jeder kann herkommen und kreativ sein und was bauen. Das können wir uns ja direkt mal hier anschauen. Es lädt natürlich noch alles. Meine Internetleitung ist nicht die schnellste, obwohl ich hier mitten in einer Großstadt wohne. Ist mehr als 8000 nicht verfügbar. Das, und die, ich muss mir das noch teilen. Also habe ich effektiv 4 zur Verfügung. Weil die Person, die den anderen Teil der Leitung nutzt, ist genauso intensiv mit dem Rechner beschäftigt, so wie ich.
Ja, hier ist halt so ein kleines Städtchen, das gehört wohl dem auch die Sim gehört. Das habe ich auch noch nicht wirklich gesehen, ist noch alles grau. Na ja, gehen wir mal halt hier hinten in die Ecke, wo wir ein bisschen ungestörter sind. So, erstmal können wir der Gruppe jetzt wieder rausjoinen, verlassen. Weil wir wollen ja nicht zugespammt werden mit irgendwelchen Chat-Nachrichten oder Gruppenmitteilungen. Und deswegen gehen wir da mal ganz schnell wieder raus. Was haben wir hier? Ah, genau, wo ich halt eben online gekommen bin. Ah, nee, das waren meine vorigen Versuche, weil ich habe eben schon die ganze Zeit versucht. Ja, das war nämlich nicht so einfach. Ich habe eben schon zweimal versucht, habe mich neben einen Splotter gestellt und versucht, da Kohle zu bekommen. Und entweder war ich halt zu spät oder ich wurde nicht mehr rechtzeitig in die Gruppe eingeladen. Ja, und es hat einfach nur geleckt, dass ich mich keinen Meter bewegen konnte. Und deswegen hat es jetzt erst nach dem dritten oder vierten Anlauf hat's geklappt, dass ich das halt zeigen konnte. Und dass wir dann auch wirklich dann Kohle abbekommen haben. Bei den anderen war es halt immer, ja, nicht so. Ja, das ist auch alles alt. Das kann alles weg. So, dann sind wir aus der Gruppe draußen. Wir sind noch hier in dieser Spirit of Sun VIP-Gruppe. Da hatte ich ja eigentlich gesagt, oder wollte ich eigentlich bei diesem Raffle-Ball mitmachen, der halt irgendwie alle für eine Stunde oder was das war, Kohle ausgespuckt hätte. Aber ich hab's vergessen. Ganz einfach ausgedrückt. Naja, soll uns nicht abhalten. Die ersten 2 Dollar sind auf dem Konto und der nächste folgt zugleich. Hoffen wir es mal. Ja, hier auf dieser Sandbox kann man, wie gesagt, bauen. Und das Einzige, was halt hier mal stören kann, ist, weil es halt wirklich für jeden offen ist, jeder hier kann herkommen und seinen ganzen Scheiß hier hinstellen. Reads nennt man das halt, wenn man was aus dem Inventar rausholt. Wir haben halt ein Inventar, hier diesen Koffer. Und da landet alles drin, was wir so einsammeln. Da der Kleidung. Hier sind halt auch verschiedene Kleidung schon vorgegeben, die man sich dann anziehen kann. Körperteile. Oder wurde das inzwischen schon mal rausgenommen? Kleidung, Kleidung, Kleidung. Na hier, genau. Professional Mail. Und da sind halt auch diese Outfits mit bei, die wir uns bei der Anmeldung gesehen haben. Da haben wir verschiedene Avatare zur Auswahl gesehen. Und den könnten wir uns hier halt wieder uns herstellen, also uns in den verwandeln. Einfacher gesagt. Wollen wir aber nicht. Aussehen ist für mich irgendwie sekundär. Hier steht halt drin, was wir gerade angezogen haben. Und hier haben wir zum Beispiel unseren Objekt, da unseren Objekteordner, da landen halt alle unsere Objekte drin, die wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier bauen und einpacken, landen sie hier drinne. Zack, und dann sind es schon 2261 Objekte, also 2260, die von Anfang an drin sind. Und dann können wir es jetzt hier, diesen wunderbaren Klotz, wieder rausholen. Ja, das wäre halt eine Möglichkeit, was man machen könnte. Man kann halt hier kreativ sein, man kann zum Beispiel Häuser bauen, Burgen, man kann die ganze Sim gestalten, Hochhaus, halt alle mögliche Art von Buildings, gebäudetechnisch, was auch immer in die Richtung geht, Brücken, alles Erdenkliche kann man hier halt kreieren. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Das wäre die eine Möglichkeit, was wir machen könnten. Andere Möglichkeit wäre, man kann auch Gesten erstellen. Ja, das ist halt, man hat halt hier wirklich am Anfang nur diesen nackten Avatar so. Ja, und der kann halt nichts, ja. Also ich kann wirklich noch nichts. So, ich stehe jetzt hier rum, ich habe nicht mal irgendwie so, ja, ich werde nicht mal richtig animiert, der macht halt hier immer seinen Arm hier hin und dann wechselt er das mal und das war's dann auch. Und es gibt halt hier Animationen, damit ich halt, ja, meine
dass ich mich besser artikulieren kann, wenn ich mit anderen Leuten rede. Ja? Also manche übertreiben das halt auch in dem Sinne, die machen mehr Gesten und Animationen, als dass sie normalen Text schreiben. Das finde ich dann schon wieder lästig. Ja, sowas könnte man halt erstellen und das auch verkaufen und damit versuchen, Geld, das erste Geld reinzubekommen. Was gibt es noch? Man kann natürlich Klamotten erstellen. Dafür wäre dann externes Programm notwendig, zum Beispiel Photoshop, um halt, weil man Texturen ja erstellen muss, das ist ja hier eine Textur, die wir jetzt auf unseren Avatar hier drauf haben, die dann irgendjemand mal erstellt hat. Sowas kann man halt machen und hier dann halt den dazugehörigen Prim, das ist ein Sculpti, nennt sich das. Wurde halt speziell geformt, da das kann man halt auch im externen Programm machen, es gibt da auch noch ein In-World-Tool, was ganz gut ist. Was kann man noch machen? Gesten, Animationen, Häuser, Skins kann man halt erstellen. Hier unsere Hautfarbe ist das. Skins sind Hautfarbe, Lippenfarbe, Augenbraue. Das alles wird auf einen Skin übertragen. Und dann gibt es noch den Shape, das habe ich früher mal verwechselt, Skin und Shape, und ich wusste auch nicht genau, was das ist. Und so. Der Shape, der formt dann halt diesen Avatar. Ja, Shape gleich Form, Skin, ja, Haut, wie auch ins Deutsche übersetzt. So, dann könnte man ja mal, was können wir denn jetzt mal machen? Wir könnten jetzt mal irgendwie was bauen zum Anfang, aber dafür ist unser Inventar noch relativ leer. Ich würde eigentlich eher mal sagen, dass ich das für hier schon mal beende. Ich meine, wir haben immerhin schon 2 Lindendollar jetzt mal uns klar gemacht. Das soll jetzt erstmal danach machen. Nee, Spaß beiseite. Ich würde jetzt hier erstmal einen Cut machen und beim nächsten Mal mal so einen Freebie-Shop aufsuchen, dass man da vielleicht schon die ersten grundlegenden Dinge sich irgendwie einsammeln könnte zum Bauen zum Beispiel, weil ich würde jetzt sagen, als ersten Schritt, dass man halt irgendwas Kreatives baut und das dann irgendwie versucht zu verscherbeln. Ja. Hier, vielleicht findet sich ja hier schon ein Käufer von denen, die hier rumlaufen. Hier, Sido am Start. Nö, zu grün. Ja, also machen wir erstmal einen Cut und dann sehen wir uns, würde ich sagen, nächstes Mal beim Shoppen. Bis dann. Ciao.